So, ich habe gerade noch mal was an den Einstellungen umgestellt. Ach, hier liegt der Vektor. Da kann ich da vorne ja lange suchen. So, also wir beleben den jetzt mal wieder. Sehr vorsichtig, mon ami. So, da ist er wieder. Diese ganzen Nebengeräusche hier, die Schüsse und der Schrei, den wir eben gerade gehört haben, so halbwegs, die sind mir alle ein bisschen leise vorgekommen. Ich habe das Ganze jetzt mal etwas lauter gestellt. Hier sind noch ein bisschen Munition und alles. Also es ist schon sehr im Stil von Resident Evil 6 gehalten. Also so von der Steuerung und allem her, ist es schon recht ähnlich. Oh ja, jetzt hört man ihn schon eher. So, alle Spieler müssen anwesend sein. Dann kommt mal her hier. Jetzt geht's nämlich abwärts. Das Spiel hat 7 Szenarien für... 6. Status Report. Die oberen Ebenen sind sicher. Alle oberen Fluchtwege sind gesperrt. Wir warten auf Sie, Sir. Verstanden. Alpha Team, habt ihr die Probe gesichert? Positiv. Sind jetzt auf dem Weg zum Treffpunkt. Verstanden. Das Spiel hat 7 Szenarien für jede Seite, also 14 insgesamt. Und sind ein paar ganz coole Ideen dabei. Das hier zum Beispiel finde ich schon ganz cool. Also diese ersten Schießereien da, die sind jetzt nicht so ganz mein Ding. Hier war doch eben noch was. Aber so insgesamt das Setting und die Grundidee, das Team zu spielen, das Birkin den Virus abnimmt, das ist schon cool. Ach, da hinten müssen wir lang. Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Ich würde ganz gerne mal die Waffe wechseln. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Ich habe nämlich noch eine sekundäre Waffe. Waffe wechseln? Waffe wechseln? Hallo? Ach, jetzt habe ich wieder mein Ding jetzt da aktiviert. Nach Mist. Na gut, ist jetzt nicht so wichtig. Perfekt. Fürs nächste Szenario schlage ich das nach. Hier kommen jetzt die ersten Zwischensequenzen. Oha. Papa hat schlechte Laune. Ich finde das cool, dass man in der Ferne hört, wie die gegen Birkin kämpfen. Bewegung, ich brauche Deckung. Oh, hier, dahinter. Ist schon richtig cool. Ach so. Okay, macht sie zu. Davon hat niemand was erzählt. Na los doch, denk an unser Ziel. Denn Willy B. verfolgt uns jetzt hier. Ja, da kommt er. Und wir müssen hier jetzt ganz schnell... Irgendwie kann man auch spinden. Ich weiß noch nicht mehr wie. Gut, dass meine Teamkameraden das anscheinend noch wissen. Ah, ja, ich hab's. Wir müssen jetzt hier nämlich den Gang lang sprinten und diese Tür hier öffnen. Beziehungsweise die Tür ist verriegelt. So, jetzt ist er offen. Birkin verfolgt uns da hinten immer noch irgendwo. Jetzt wird es gleich richtig interessant. Das ist nämlich unsere erste Bossbegegnung jetzt hier. Wir müssen Birkin lange genug aufhalten, indem wir immer wieder in sein Auge schießen, dass die anderen entkommen können. In einem Multiplayer-Spiel wird zufällig entschieden, welcher Spieler diese Aufgabe übernimmt, während die anderen den Weg frei machen. Im Singleplayer müssen das immer wir machen.
Und das ist häufiger mal so, dass bestimmte Sachen zufällig entschieden werden, außer wir spielen Einzelspieler. Und wir müssen natürlich auf das große Auge schießen. Und jetzt haben die anderen das Ende erreicht und wir dürfen da jetzt auch hinterher. Und das natürlich nach Möglichkeit schnell. Denn Papa Birkin ist natürlich immer noch direkt hinter uns. Lauf, 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 lauf und Tür auf, Tür auf. Da kommt er. Mach doch die Tür auf. Bleib stehen, du Sack. Tür auf. So, und durch. Dann sind wir nämlich erstmal wieder sicher. Wie gesagt, ich habe diese Szenarien... Delta-Team, geht raus und sammelt euch um Hack. Ja, ja. Ich habe diese Szenarien schon einmal gespielt, bis auf dieses hier. Das habe ich nämlich mal gefarmt für Erfahrungspunkte damals, um meine Leute aufzuleveln. Aber sämtliche anderen Szenarien habe ich bisher nur ein einziges Mal gespielt. Da werden wahrscheinlich noch einige Momente kommen, wo ich dann nicht mehr so genau weiß, was ich machen muss. Ich finde das cool, wie man erst eindringt und sich diese Schusswechsel mit den Wachen liefert. Und jetzt sind wir auf einmal auf der Flucht und dieses übermächtige Monster verfolgt uns. Wow. Und es gibt ein paar ganz coole Ideen in den Szenarien. Wir werden auch noch einige alte Bekannte wieder treffen. Aus Resident Evil 2 und 3. Denn wie gesagt, viele der Schlüsselmomente in diesen Stories spielen wir hier nochmal nach, aus anderer Perspektive. Ich will das Sturmgewehr nicht, ich will einfach nur Munition. Was ist denn das hier? Eine Blendgranate. Wie kann ich den Granaten wechseln? So. War was anderes als die Blendgranaten. Wie ich Waffe wechsle, weiß ich immer noch nicht. Hier ist wieder so ein Datenpack, so. Wie viel Munition hat denn das? 150. Ne, ich bleib mal bei meinem. Und hier kommen jetzt, glaube ich, die ersten infizierten Gegner. Nämlich Hunde! Achso, der ist schon tot. Der bobbt da nur ein bisschen mit dem Kopf rum. So ein Wackeldackel quasi. Ich will Munition haben. Ich weiß doch nicht, wie ich die Waffe wechsle. Hallo? Ich höre schon wieder Hunde. Oh, ich höre noch mehr als Hunde. Also die Hunde sind nicht sonderlich gefährlich in diesem Spiel. Hauptsächlich, weil wir ja jetzt vernünftig zielen können. An was mich dieses Spiel auch erinnert von der Steuerung her, das ist Resident Evil Revelations. Was ja damals für die DS, Quatsch, die DS, die 3DS relativ zeitgleich kreiert wurde. Ich glaube, durch diese Tür da kommt gleich ein alter Freund, wenn wir hier weitergehen. Und offenbart uns eine der schönsten Eigenschaften, die heutzutage irgendwie alle Spiele haben. Oh, ist doch noch nicht. Kommt aber gleich. Hier haben wir mal so einen Safe-Raum hier. Wo wir nochmal Munition aufsammeln können und alles. Was wir hier auch machen können, ist mit diesem... Hier ist zu, ne? Ja, gut. Was wir hier auch machen können, ist mit diesem Laptop interagieren. Um damit die Datenpakete, die wir unterwegs eingesammelt haben, hochzuladen. Erst dann erhalten wir nämlich die Erfahrungspunkte dafür. Das ist so ein cooles kleines Detail wieder. Das sieht so aus, als ob wir hier gleich nochmal schießen müssen. Und in Deckung, da kommen sie doch schon. Ich kann noch mal erwähnen, ich habe damals, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich das Ganze... Stirb doch einfach.
habe ich das Ganze auf Amateur gespielt, weil ich hauptsächlich daran interessiert war, halt alle Szenarien mal zu sehen, und bin nie dazu gekommen, das Ganze auf einem höheren Schwierigkeitsgrad dann nochmal erneut zu spielen. Das ist jetzt quasi das, was ich hier mit euch zusammen mache. Ich muss näher ran, das hat so keinen Sinn. Das hat so keinen Sinn. So. Ach ja, das Deckungssystem. Sowas hat es früher nicht gegeben. So, erledigt. Ist doch erledigt, ne? Was ich jetzt mache, ist, ich heile mich nochmal. So, Leute, sammelt euch mal alle um mich rum. Vector, komm hierher. So, und dann renn halt wieder weg, du Blödmann. Ja, dann heile ich eben nur mich. Beltway war auch schon wieder weg. Das ist so ein bisschen der Nachteil mit Bots. Man kann denen nicht anweisen, dass sie mal in der Nähe bleiben sollen, weil man jetzt ein Erste-Hilfe-Spray benutzt. Aber naja. Jetzt haben wir gleich nochmal Spaß. Ui! Wumm! Quick-Time-Event! Sind sie nicht wunderschön? So, wir müssen jetzt wieder vor Birkin fliehen. Und böse, nicht nachladen jetzt. Nein, 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 nein. Ah. Ja, ich bin gerade dabei, mächtig zu verkacken hier. Ja. Weil ich sein blödes Auge nicht getroffen habe. Und wir machen jetzt natürlich das Feuergefecht nochmal. Ist doch klar. Denn wo sonst wäre ein sinnvoller Checkpoint als vor dem Feuergefecht? Das ist so ein bisschen blöd, weil die Checkpoints sind teilweise richtig fies gesetzt in diesem Spiel. Das kann ich euch ja sagen. So. Dann lösen wir es mal wieder aus, und diesmal sollte ich vielleicht zusehen, dass ich das Quicktime-Event vernünftig löse. Ja, guter Anfang. Scheiße, ey. Pass mal auf, ich stürme einfach weg hier. Ist mir egal jetzt. Wir müssen nämlich nur das Ende erreichen. Lauf! Und natürlich hier wieder die Tür öffnen. Und dann müssen wir uns jetzt so ein bisschen hier wieder zusehen, dass wir ihn auf Distanz halten. Und dann durch die Tür. Und weiter. Und nebenbei das grüne Kraut einsammeln. Was war das denn? Aua. Ich glaube, das ist so eine Sache, das passiert hier immer. Und zwar immer dem Ersten, der da langläuft. Das bin in diesem Fall natürlich ich. Wie ihr unten sehen könnt, zwei unserer Teamkameraden sind down. Birkin räumt also mächtig auf, während wir hier mal einfach so in Flammen stehen. Und jetzt haben wir es geschafft. Komm schon. Birkin hat sich das G-Virus injiziert. Ihr könnt nichts mehr tun. Verschwindet und erstattet dem Management Bericht. Was zum Teufel tun Sie da? Ich gehe zurück und hol Sie. Hanke schon, coole Sau. Und wie wir ja theoretisch wissen, schafft er das sogar. Er wacht zwar erst einen Tag später oder so wieder auf, aber er hat den G-Virus und er hat überlebt. Und er wird entkommen, auch wenn ich das leider nicht geschafft habe. Da eben habt ihr die Statistiken gesehen. So sieht das aus. Ja, wie gesagt, Rang 50. Ich habe halt sämtliche meiner Charaktere schon auf Maximum aufgelevelt. Dafür habe ich aber im Großen und Ganzen hier diese erste Mission gefarmt. Damals. Weil ich eigentlich vorhatte, das Ganze halt auf dem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal durchzuspielen. Das hat irgendwie nicht so ganz gefruchtet letztendlich. Ich wollte eigentlich das auch mal im Multiplayer spielen. Ich weiß nicht, warum ich das nie gemacht habe. Weil so verkehrt finde ich dieses Spiel gar nicht. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal das erste Szenario. Und da sind wir im Team-Auswahlbildschirm. Und ihr seht da unten,
ist schon das nächste Szenario ausgewählt mit dem Namen Verseucht. Tage sind vergangen, seit das USS-Team, das sind wir, den G-Virus verlor und Zeuge der Verwandlung von William Birkin wurde. Raccoon City ist nach Ausbruch des T-Virus ein einziger Infektionsherd. Wolfpack hat den Befehl, Beweismittel im Rathaus zu vernichten. Ach du Scheiße, die Mission ist das. Da werden wir einen alten Bekannten von uns wieder treffen, also als Gegnertyp, den ich so richtig ins Herz geschlossen habe und der mir so überhaupt nicht meinen Run beim Force Survivor versaut hat. Ich denke, ihr könnt euch schon denken, wen ich meine. Aber das ist eine Sache, die will ich eigentlich nicht mehr heute machen. Weil ich wollte einfach nur schon mal anfangen, hier das erste Szenario spielen, so ein bisschen reinkommen. Ich denke, ich werde das jetzt gleich noch ein bisschen üben. Also das erste Szenario vielleicht noch ein, zweimal spielen, um wieder so ein Gefühl für die Steuerung zu kriegen und alles, damit ich dann im nächsten Szenario tatsächlich weiß, was ich tue. Für euch geht das natürlich morgen gleich weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, auch wenn es jetzt nicht vielleicht das super beliebte Resident Evil Spiel ist, aber ich denke mal, viele von euch sehen das hier jetzt das erste Mal und das ist ja auch schon mal was. Bis dahin auf jeden Fall erstmal ciao, ich klinke mich jetzt hier aus. Morgen geht's weiter mit Verseucht.